Wenn Sie als PV-Betreiber in 2021 eine PV-Anlage angeschafft haben, dann müssen Sie, nein, Sie wollen die Umsatzsteuererklärung für 2022 abgeben. Für uns heute wichtig ist die Vorsteuer aus der Anschaffung der PV-Anlage. Der Nullsteuersatz gilt bekanntlich erst ab 2023. Bei Anschaffung der PV-Anlage im Jahr 2022 haben Sie noch die volle 19%ige Umsatzsteuer gezahlt und die wollen wir uns spätestens mit der Umsatzsteuererklärung zurückholen. Der Vorsteuerabzug setzt die vollständige Zuordnung zum Unternehmensvermögen voraus. Gut für den Vorsteuerabzug hat den Nachteil, dass der Stromeigenverbrauch für 5 oder 6 Jahre besteuert werden muss oder besteuert werden müsste. Mit unserem Entnahmemodell aus dem Plattenberg-Modell können Sie das ja umgehen. Das gilt für PV-Betreiber mit Anschaffung in 2021, aber auch für Betreiber mit Anschaffung in 2020 oder 2019.